Was ist eigentlich gerade unser Hauptziel? Hier drüben. Die Tempest ist da. Ach so. Nee, da will ich ja gar nicht hin. Ja, von da sind wir losgestattet. Genau. Gut, wir müssen nach Nord-Nordost ungefähr. Da ist das Gefangenenlager, zu dem wir wollen. Und hier sind interessante Spuren auf dem Boden. Jor, wussten Sie eigentlich, dass wir hier sind? Haben Sie die Ankunft der Nexus mitbekommen? Ich? Nein, nicht sofort. Später gab es dann Bericht über eine der Geißel gefangenes Schiff. Und niemand ist dem nachgegangen, um uns vielleicht Hilfe anzubieten? Die letzten Aliens, denen wir begegnet sind, waren die Cat. Wir waren vorsichtig. Ich verstehe. Sie sind darüber nicht glücklich. Nein, bin ich nicht. Aber ich kann Sie verstehen. Ja, es ist schon allzu verständlich nur. Gut. Das sollte es sein. Ich denke, hier sind wir richtig. Schauen wir mal, dass wir uns vielleicht von irgendwo nähern, wo wir noch ein bisschen Deckung haben. Denn ich glaube, hier werden wir gut was zu kämpfen haben. Oh, mein Leben sieht gar nicht so gut aus. Das ist das Cat-Arbeitslager, von dem Skiot gesprochen hat. Das hast du gut erkannt. Vorsicht, scheint schwer bewacht zu sein. Und das wundert mich jetzt nicht allzu sehr. Hui! Wunderschön. So, zumindest Nummer 1 hätten wir schon mal. Oh, was? Okay. Alles gut. Wo sind sie denn? Da drüben. Okay. So, erstmal schnell in Deckung. Gut, meine Deckung kommt langsam wieder. Was ist das denn für einer? Hatten wir die vorher schon, die Leute? So, jetzt gehe ich da doch mal hin und kümmere mich so drum. Oh, Scheiße. Okay, das ist jetzt uncool. Ich muss echt aufpassen. Ich habe gerade überhaupt keine Schilde mehr und mein Leben ist fast auf Null. Okay, den hätten wir. Das ist schon mal gut. Der war, glaube ich, der, der mir am meisten Probleme hier bereiten konnte. So, haben wir jetzt mal einen kurzen Ruhemoment. Ich müsste eigentlich mal irgendwie an Leben kommen. Das wäre schon geil. Hier vorne haben wir Muni und Energie. Um uns zu retten. Die Steuerkonsolen, das hier abzuschalten, ist da drüben. Wer redet? Ach hier. Nee. Ach doch, da ist einer drin. Okay, dann bedienen wir das Ding mal. Sobald ich eine Waffe habe, werde ich diese Cat vernichten. Immer mit der Ruhe, Mensch. Okay. Ich stecke erstmal die Waffe weg. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. So, immer mit der Ruhe, mein Freund. Du wirst deinen Moment schon noch bekommen, deine Chance zur Rache, da bin ich mir sicher. Aber erstmal wollen wir doch ganz in Ruhe hier dafür sorgen, dass dieses Lager nicht mehr länger Sklaven beinhaltet. Wie wär's damit? So, ich komme mal hoch. Wie wär's damit? Zack. Und auch zu dir komme ich gerne hin. Das salben wir dich doch auch mal eine Runde. So, jetzt muss ich bloß aufpassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es immer schaffe, hier am Leben zu bleiben. So knapp, wie das jedes Mal ist. Okay. Dann komme ich doch mal hoch zu dir und hau dir einfach aufs Maul. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich auch endlich wieder ein bisschen Schilde. Man muss da mal echt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr reinbegibt ins Gedränge. Ach, der Typ kommt echt mit. Okay. Aber man kann den Sturmangriff halt auch einfach nutzen, um seine Schilde wieder aufzuladen. Und das ist schon sehr, sehr geil.
So, da fällt mir aber ein. Achso, wir machen vielleicht erstmal den Kampf fertig. So, das war's für ihn. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe ein paar Skillpunkte auszugeben. Kann das sein? So, da lassen wir ihn erstmal ein bisschen fliegen. Scheiße. Mit Zielen ist es gerade nicht so. Oh, sag mal. Ich schieße ja nur daneben. Okay. Bisschen Ruhe für uns. Wunderbar. So, jetzt ist mal Ruhe. Wunderschön. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht sofort wieder der Nächste. Dann kann ich nämlich vielleicht auch mal meine Fähigkeiten ein bisschen aufladen. Was haben wir denn so an Punkten? Wo steht denn das? Ich sehe es gerade gar nicht mehr. Egal, wir werden einfach mal reingehen und dann... Ah, hier, 17 Punkte. Mensch, okay. So, dann checken wir mal die Biotik aus. Ich glaube, ich gehe erstmal weiter auf den Sturmangriff und werde noch meinen letzten Punkt hier ausgeben. Was haben wir denn da? 75% Aufladungstempo, das klingt sehr gut. Oder? Schild wiederhergestellt, Schaden. Ich glaube, ich gehe auf das Tempo, denn da kann ich noch gut was gebrauchen. Ja, schön. So, und dann werde ich das Werfen auch gleich noch ein bisschen verstärken. Yep. So, Gesamtschaden. Oder Radius. Nee, ich glaube, ich mache punktuell auf einen, aber dafür stark. Jetzt habe ich noch 4 Punkte. Ich glaube, die hebe ich mir auf. Ich glaube, die hebe ich mir auf, um dann Werfen noch ein bisschen zu verstärken. Ich will wirklich ein bisschen gesammelt. Wobei, ich kann auch hier einfach mal auf die Biotik noch gehen. Ich will mich konzentrieren, wirklich, auf einzelne Sachen. So, aber das hilft uns ja auch, wenn wir hier die Biotik verstärken. Von daher können wir das ruhig mitmachen. Kinetischer Warper freigeschaltet. Das Profil Experte ist jetzt auf Rang 2. Das klingt gut. Das klingt, als ob wir jetzt um einiges stärker werden. So, gehen wir mal bei Jarl rein. Der hat, weiß ich nicht, müssen wir uns darum kümmern? Wie war das? Ja, 18 Punkte hat er. Dann sollten wir vielleicht mal dafür sorgen, dass bei ihm auch was hochgeht. Haftgranate. Siehst du mal, die habe ich noch gar nicht versorgt bisher. Dann machen wir erstmal hier ein bisschen die normalen passiven Fähigkeiten von ihm hoch. Schadensreduktion, Schaden über Zeit. Ja, gehen wir mal hier rauf. Was haben wir da? Kräftewirkungsbereich, Kräfteschaden, Stärke, Waffenschaden. Ich gehe mehr auf Waffenschaden. Denn das sind ja auch Leute, die ich nicht selbst steuere. Von daher werden die auch viel mit der normalen Waffe einfach kämpfen. So, bei Vetra gibt es nur ein paar Punkte auszugeben. Ich glaube, da gehe ich auch erstmal auf die passiven Fähigkeiten zuerst. So, Aufladegeschwindigkeit, Kräfte-Effektdauer. Machen wir das mal. Ich glaube nicht, dass Vetra jetzt ständig hinterher sein wird, ihre Kräfte einzusetzen und das in Konfliktsituationen kommen wird, dass sie da schnell hintereinander zweimal das gleiche benutzen will und es noch nicht wieder aufgeladen ist. Gut. Ich glaube, jetzt sind wir stärker. Ich glaube, jetzt wird das noch ein bisschen besser laufen in den Kämpfen. Ich steck die Waffe mal wieder weg. So, hier ist jetzt nix. Ah, sieh mal an. Ein Datenbett, es tut mir leid. Ich muss mich kurz fassen. Die Cat haben unsere Ausrüstung gestohlen, aber dieses Datengerät haben sie übersehen. Das Interface ist unpraktisch, aber es muss reichen. Sie haben uns in Arrowesk erwischt. Wir sind länger geblieben, als es ratsam war, weil wir gehofft haben, es würde anderen eine Chance geben. Als du gegangen bist, hast du mir gesagt, ich solle nichts tun, wobei ich mir wehtun könnte. Aber als der Alarm kam, konnte ich nicht in dieses Shuttle steigen. Ich hätte nicht mit dem Wissen leben können, dass ich mehr hätte tun können. Das wäre ein noch schlimmerer Schmerz gewesen. Also habe ich getan, was du gesagt hast, aber nicht ganz so, wie du es gemeint hattest. Es tut mir leid, dass ich dir das antue. Pass auf dich auf, mein Herz, und mögen die Sterne immer hell für dich strahlen. Das klingt nicht so gut, aber zumindest werden wir den Gefangenen jetzt erstmal hier rausholen, sobald ich weiß, wo ich hier drücken muss, um das aufzumachen. Ich registriere Temperaturen unter dem normalen Wert. Gibt's hier irgendwo? Ach, hier drüben. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. So. Nächste Befreiung. Ja, mach das. So, haben wir da unten auch noch? Nee, das ist das, was wir schon geöffnet haben, glaube ich, ne?
So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Überblick gewinnen, wo wir jetzt schon waren und wo wir noch hin müssen. Ich glaube, wir müssen da rüber. Ja, ja, da sind noch zwei. Sehr gut. Wir werden bestimmt gleich die nächsten Kämpfe lauern. Hopsa. So, hier haben wir noch zwei Gefängnisse zu öffnen. Und dann... Deaktivieren Sie die Barriere. Schnell. Ich bin schon dabei. Und dann sollten wir es eigentlich haben hier auf der Gefängnisstation, oder? Also bei der Sklavenhaltung. Kommen Sie nicht durch. Baba, baba. Okay. Noch schnell rüber. Deaktivieren Sie die Barriere. Ich muss hier raus. Ja. Sehr gut. Den Auftrag hätten wir geschafft. Die Rettungsaktion war erfolgreich. Und damit können wir wieder zurück zum Nomad. Schön, das läuft. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Die kann noch weiter sinken. So, hopsen wir gleich mal hier drüber. Vielleicht nicht gerade durch die Zelle gehen. Nicht, dass das Ding plötzlich zugeht und wir drin sind. Das wäre irgendwie doof. Okay. Rein in die Karre und dann schauen wir da erstmal auf die Karte, würde ich sagen. Rettungsaktion mit Nils reden. Ach, der ist hier. Der ist hier. Ach so. Ich dachte, der wäre woanders. Okay, da muss ich leider nochmal aussteigen und nochmal schauen. Ach. Nördliches Gefangenenlager. Gibt es auch noch ein anderes, ein südliches? Ich sehe gerade, die sammeln sich da drüben. So, welcher ist denn der Ansprechpartner? Da. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben. Hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Wenn die Cat harmlose Beleidigung nicht vertragen, ist das ihr Problem, nicht meins. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Ihr Neffe Skiot hat alles versucht, damit Sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Nilsch. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Buxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unseren Retter für mehr als eine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Tichix bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Klar, mache ich. Aber wo ist Tichix? Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der Cat, den wir bei dem Versuch in ihre Einsatzzentrale einzudringen gestohlen haben. Die Cat haben nie erkannt, wie viel wir aus ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Das klingt gut. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Buxil in ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Ah. Das hier ist bedeutend. Die Befreiung wichtiger Widerstandsagenten und die Sicherstellung von Informationen, die sie den Cat gestohlen hatten. Sie haben viele Zweifel an ihnen ausgeräumt, Ryder. Selbst Ephra muss jetzt von ihren Absichten überzeugt sein. Was ist mit dem Datenlaufwerk, das uns Nils anvertraut hat? Guter Punkt. Wenn sie es vorziehen, könnten sie jetzt auch nach Tichix gehen und später mit Ephra reden. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Ich muss dieses Datenlaufwerk nach Tichix bringen. Mit Ephra kann ich mich später befassen. Ich dachte mir schon, dass Sie das sagen würden. Na schön. Wir sprechen mit Ephra, sobald Sie Ihre Aufgaben hier erledigt haben. Lebenserhaltung ist stabil. So sieht's aus. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann machen wir auch hier weiter. Die Beleuchtung sah gerade sehr merkwürdig aus. Gut, wir müssen bloß mal schauen, wo wir hin müssen. Hier ist die Ursache für die Störungen. Das sollten wir uns auf jeden Fall als nächstes anschauen. Und dann können wir hier unten auch schon den nächsten Aufklärungsposten einrichten. So, die Frage ist, wo ist Tichix? Ist das jetzt ein Ort hier auf dem Planeten oder ist Tichix ein anderer Planet? Das weiß ich jetzt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Naja, ich glaube, wir werden es sehen. Was macht die Karte? Ich scrolle eigentlich raus und nicht rein. Naja gut, was soll's. Gut, Nomad, wir kommen. Ah, wir müssen dann nicht mal wieder zurück nach... Wie ist der Planet? Ah ja, glaube ich, ne? Sondern wir reden vom Meetingraum aus mit Ephra. Sobald wir dann wieder auf der Tempest sind, natürlich. Okay, aber erstmal, wie gesagt, werden wir weitermachen und wir wollen erstmal rausfinden, was die Ursache für dieses seltsame Signal in der Frequenz ist, diese Frequenzstörung.
So, das war irgendwo hier in Richtung Osten, glaube ich, ne? Ups, ja, der Sprung war irgendwie flacher als gedacht. Wann haben Sie sich dem Widerstand angeschlossen, Joe? Vor etwa 3 Jahren, gemeinsam mit meiner ältesten Schwester. Sie leitet jetzt ein Sonderkommando. Irgendwo. Es ist schwierig, da mitzuhalten, ha? Huh? Ja. Ehrlich gesagt schon. Das kommt mir bekannt vor. Sie sollten sich vielleicht mal mit Sid unterhalten. Das solltet ihr tun. So, wir schauen mal kurz, hier unten ist das mit den Störungen. Was haben wir denn hier von bei den Ruinen schon wieder? Da sind auch schon wieder Cat gelandet. Wollen wir die erstmal gegeneinander kämpfen lassen, die Relikte und die Cat? Nö, wir mischen uns einfach direkt ein. Schau mal, der kann schweben. Er konnte schweben. Okay. Okay, jetzt bin ich sauer. Sieh mal an, der war noch versteckt. So, den hätten wir auch. Ich glaube, hier gibt es nichts weiter für uns, oder? Zumindest vorerst. Ja, ich glaube, vorerst wird es ja nichts weiter geben, was für uns von Interesse ist. Ich denke, das wird erst wieder wichtig werden mit den Relikten, wenn wir dann auch uns wirklich dran machen, das Klima hier zu verändern auf Volt. Das scheint jetzt noch nicht der Fall zu sein, deswegen verziehen wir uns erstmal von hier. So, schnell in den Nomad zurück. Es ist ja doch etwas eisig, muss ich sagen. So, ich glaube, da drüben dieses Ding, dieses Seltsame, das scheint unser Ziel zu sein, wa? Ist das hier die Ursache für die Störung? Oh ja, das sieht mir ganz danach aus. Als ob wir hier hin müssen. Ich verstärke den Schuss. So, wir schauen das mal kurz. Versuchen die Dreschschlunder anzulocken. Das sah genauso aus damals auf Tuchanka. So, das war's für den. Oh, da sind viele andere. Okay. Das war nicht so erfolgreich. Oh, was? Gut, müssen wir ein bisschen in Deckung gehen hier. Ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht so überrumpeln lassen von diesen seltsamen Hundeviechern. Also, Hunde kann man es jetzt vielleicht nicht nennen, aber das, was die Cat halt so als Hunde benutzen. Oh, was? Das wollte ich nicht. So, der ist zerdeckt die ganze Zeit. Jetzt gehen wir rein. Zack! Den aus der Deckung raus und ich glaube, jetzt haben wir's. Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben den Kampf gewonnen und können uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Was zur Hölle ist das für ein Ding? Ich komme hier nicht drum rum. So, jetzt. Okay, wo müssen wir denn da hin, um uns das näher anzuschauen? Ich schau mal kurz auf die Karte. Vielleicht sagt uns das ein bisschen mehr. Wir müssen weiter nach Süden. Siehst du mal. Wir sind noch gar nicht an der richtigen Position. Das ist gar nicht hier. Was auch immer das dann hier ist. Ich habe keine Ahnung. So, dann mal lieber wieder zum Nomad. Das heißt, wir haben mal wieder im Prinzip umsonst gekämpft. Aber weiß man ja vorher nicht. So, wieder an Bord. Und ab nach Süden. Okay. Ich glaube, hier sind wir richtiger. Ist das möglich? Ist das possibel? Ja, wir müssen noch ein kleines Stück nach rechts. Wir werden euch kriegen, ihr knochengesichtigen Freaks. Wenn wir den Angara irgendwie helfen können, diese Cat zu erledigen, werden wir es tun.
Wir konnten bisher keine ihrer Verteidigungssysteme ausschalten. Wir haben es versucht, dabei aber große Verluste erlitten. Ich finde schön, dass Vetra die Cat knochengesichtige Freaks nennt, denn die Turianer haben ja selber Knochenplatten im Gesicht hängen. Also. Sie haben also ihr gesamtes Leben unter der Knute der Cat verbracht? Ich weiß gar nicht genau, was eine Knute ist. Oh. So, was ist das denn hier? Das ist die Quelle dieser Interferenz? Sieht aus wie ein Meteorit. Die Interferenz wird durch die EM-Strahlung verursacht, die er emittiert. Ich orte... Adi, wir reden später. Die EM-Strahlung? Wahrscheinlich eher die EM, oder? EM-Strahlung, also elektromagnetisch. Was sind das denn für Viecher? So, jetzt prügeln wir einfach mal ein bisschen. Ich glaube, bei denen lohnt sich das sogar richtig. Das Signal, das der Meteorit abgibt, könnte die Adi anlocken, sowie Anfälle von Raserei auslösen. Wie schalten wir es ab? Vielleicht verrät uns das ein Scan, Pathfinder. Das wollte ich sowieso schon lange mal getan haben. Pathfinder, ich kann Ihr Universalwerkzeug so modifizieren, dass das Signal gedämpft wird. Na dann. Bitte ich darum. Wo müssen wir hin? Hier. Wir sind nicht allein. Oh, das dauert ja bloß ein kleines bisschen. Diese Adi haben es wirklich auf uns abgesehen. Dann kümmert euch mal drum. Ich muss hier noch ein bisschen dämpfen. Nicht so. Etwas muss sie Scheiße. Gemacht haben. Vielleicht löst die Frequenz diese Oh ja, ich liebe es. Einfach mal ein bisschen in den Infight gehen, in den Nahkampf. Zack. So, und jetzt kann ich mich auch um den Meteoriten kümmern. Siehst du, jetzt geht es gleich viel schneller. Verrückt. Zack. Ryder, die Angara bezeichnen diese Dinge als Geißelsteine. Sie durchqueren die Geißel und nehmen dabei etwas von ihrer Eigenschaft an. Sie sind alle unterschiedlich. Einige sind ausgesprochen schön. Und ausgesprochen gefährlich. Ich schlage vor, Sie bringen ihn zur Analyse auf den Nexus. Er könnte uns mehr über die Geißel verraten. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist. Ach komm, wer es nicht ausprobiert, weiß nicht, was passiert. Das denke ich auch. Er stört die Kommunikation, treibt Tiere in den Wahnsinn. Das alles können wir nicht ignorieren. Wir müssen ihn untersuchen. Hoffen wir, dass die Kommunikationsprobleme der Wissenschaftler in Hijara damit gelöst sind. Wunderbar. Kurzerhand das Ding eingesackt. Ich weiß nicht, wo sie es hingesteckt haben, in welcher Arschritze, aber hey, wird schon passen. Gut, wieder eine Mission erledigt. Das ist, läuft doch wie es Brezelbacken hier. Interessanter Ort. Muss ich da jetzt noch hingehen? Weiß ich nicht. Wir können es uns ja mal anschauen. Was ist das hier drüben? War ich da jetzt schon? Ich blick langsam nicht mehr durch mit den ganzen Reliktstätten. Muss ich zugeben. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Schließlich sind ja noch die ganzen Viecher. So. Einfach mal ein bisschen draufballern, das hilft. Zack. Und dann geht's wieder rein. Schön. Oh, der lebt ja noch. Gleich nochmal drauf. So, das geht doch. Geht alles. Den holen wir mal so vom Himmel. Ja, oder eben doch mit der Waffe. Gehen wir doch wieder zum Tontaubenschießen über.